Schminke als für dich. Der ist eine Trense. Hey, heute möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich alles in meinem Standard-Schminkmäppchen drin habe. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre auf Events oder wenn ich einfach bei meinem Freund schlafe oder was ich halt so meistens täglich verwende. Oder da sind auch Dinge drin, die ich mal verwende und mal nicht. Aber auf jeden Fall werde ich euch jetzt zeigen, was hier drin ist. Ich würde mal sagen, ich zeige euch das Ganze in der Reihenfolge, wie ich das Ganze auch auftragen würde. Und da habe ich jetzt erst dieses Make-up. Das ist von Maybelline Yarde das Dream Samtig Matte Make-up in der Farbe 30 Sand. Das ist so ein mussiges Make-up. Davon braucht man gar nicht viel. Es lässt sich sehr gut verteilen und verblenden. Und mir gefällt es ganz gut. Ich mache dann meistens mit den Augenbrauen weiter und da verwende ich diese Produkte. Da habe ich von NYX die Tame and Frame Tinted Brow Pomaden und da habe ich das Ganze einmal in der Farbe 01 Blond und einmal in der Farbe 03 Brünett. Und da verwende ich erstmal das Blonde, um meine gesamten Augenbrauen nachzuzeichnen. Und mit der Farbe Brünett mache ich den hinteren Teil nochmal dunkler, damit ich dann so einen kleinen Farbverlauf da drin habe. Der Pinsel hier ist übrigens von Essence. Der ist sehr, sehr dünn und fein und den finde ich perfekt, um meine Augenbrauen nachzuzeichnen. An Concealern verwende ich am liebsten momentan diese Mischung. Und zwar ist das einmal von MAC, der Pro Longwear Concealer in der Farbe NW20. Den habe ich schon ziemlich lange. Den würde ich auch nie wieder wegtun, weil das mein Lieblingsconcealer ever ist. Aber momentan nehme ich dann auch noch dazu von Naked den Skin Urban Decay Weightless Complete Coverage Concealer. Und der ist in der Farbe Light Warm. Und das Ganze mische ich und dann kommt da einfach eine gute Farbe für mich raus. Zum Verblenden von den beiden Concealern verwende ich einfach einen ganz normalen Beauty Blender von Ebeline. Um das Ganze dann anschließend zu mattieren, verwende ich den Professional von Benefit und der sieht so aus. Da kann man hier oben einfach was aufschrauben und dann sind hier so ein paar Löchelchen und dann kann man das Ganze in die Kappe geben und kann sich damit abmattieren. Anschließend konturiere ich natürlich noch mein Gesicht und dafür verwende ich von Make-up Revolution London die Ultra Blush Palette und zwar sieht die so aus. Die hat einmal hier oben so einen Spiegel und dann hat die ganz viele verschiedene Töne. Ich verwende diesen Ton hier zum Konturieren, dann diesen als Blush und diesen hier als Highlighter. Und das Ganze verwende ich dann gleichzeitig auch als Lidschatten. Das tue ich mir unter die Augenbrauen und in den Augeninnenwinkel. Und damit setze ich mir so ein bisschen Tiefe ins Lid, weil ich ein bisschen Schlupflider habe. Und das funktioniert super gut. Wenn ich dann auch noch Lust auf Eyeliner habe, verwende ich von Manhattan den Dip Eyeliner in Waterproof. Den mag ich sehr gerne, der hält bei mir super gut und verschmiert auch nicht. Für meine Wimpern verwende ich dann die Miss Manga Punky Mascara. Die gefällt mir sehr gut, ich weiß, viele hassen die, aber für mich ist die genau richtig. Meine liebste Lippenkombination ist momentan diese hier. Und zwar ist es einmal dieser MAC Lippenstift in der Farbe Sushi Kiss. Und dazu verwende ich dann am liebsten den Manhattan Extreme Last Lip Liner in der Farbe, steht hier nicht mehr, aber es ist die Farbe 59G, das weiß ich mittlerweile auswendig, weil ich immer nur den verwende, egal was ich für eine Farbe an Lippenstift verwende. Eigentlich peinlich, weil eigentlich soll man ja immer so eine ähnliche Farbe verwenden, aber ich habe mir das einfach so angewöhnt. Als letztes habe ich dann auch noch eine Pinzette mit hier drin, weil wenn man da mal so ein Haar hat, dann ist das voll nervig, wenn es einfach stehen bleibt. Und dann möchte man das ja auch gerne wegzupfen und deswegen muss die auch immer mit. Ja, ihr Lieben, das waren die ganzen Sachen, die in meinem Make-up-Bag waren. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich hier kostenlos. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!